Boomer Boom. Du kannst nicht nicht Boomer sein, also optimiere wenigstens den Boomer Boomer. Verleugne nicht dein Boomertum, aber verleugne dein Alter. Solange du Alter sagen kannst, hält deine Sexiness deinen welken Körper aus. Der Body turnt nicht mehr das Kamasutra, aber Präpotenz turnt durchs Oberstübchen. Dein Trotz schlägt als Bumerang zurück, doch keiner läuft dir den Boomerang ab. Du beherrschst die größten argumentativen Stunts, das Aufbäumen gegen mehr Bäume, den kognitiven Fall über die Erdkante und den Sprung in der Schüssel. Du hast ein boomendes Business, merkst du was? Du respektierst den Standpunkt der hinter dir stehenden Frau. Das Thema Kultur eignest du dir ohne kulturelle Eignung an. So weißt du, dass moderne Kunst Quark ist, Quark nicht auf alte Schinken gehört und Veganismus deine Esskultur schlachtet. Du gehst wöchentlich zum Baumarkt, aber Klimaklebern auf den Leim? Bockigkeit ist dem Platzhirsch seine Doppelspitze. Renitenz und Resilienz, aber Resilienz gegen Reife. Ewiges Wohnrecht, freie Logis für den Pubertier in dir. Bescheidenheit, aber bescheidener Verzicht auf Altersweisheit. Bis selbst mit dem Altern Sense ist. Bis der Sensenmann dich endgültig aus der adulten Pflicht zur Einsicht entlässt. Dies war eine Folge des urehrlichen Podcasts Tontrug. Tontrug.de. Folge und gehorche auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Mir schien es, dass der Ton trug, je mehr wie ich das Ton wog.